viel fahren mehr. Ja. Du hast was sind eigentlich die Überrollbügel bei dem Auto, die können ja nicht aus Aluminium sein, das wäre viel zu weich und würde wahrscheinlich brechen oder was weiß ich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Stahl denke ich schon, ja, was hart ist, aber ja. Die müssen ja das ganze Auto halten und noch mehr. Die müssen ja den Überschlagtests abhalten, oder? Ja. Es gibt ja Tests, wo die machen müssen dann, was die leisten müssen. Der spiegelt gerade so. Der Lindkanal. Ja. Schon krass, wie der einfach so ein gerader, einfach so ein gerader Streifen in der Landschaft ist. Da gab es ja glaube ich auch schon die ein oder andere heftige Überschwemmung, nicht? Weißt du das? Ja, das ist ich glaube, ja wir haben mal davon gelesen. Ah, das ist das Gebiet hier unten. Die Lindebene war früher ein Sumpfgebiet. Ja. Und es wurde durch diese ganzen Bewässerungskanäle wurde das quasi trockengelegt und landwirtschaftlich nutzbar gemacht. Mhm. Aber was sie lange Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, als Verteidigungsstrategie haben, ist im Konfliktfall, im Kriegsfall. Ja. Dass du dann da unten so diese natürlichen Blockaden und Brücken von der Lind sprengen, sodass es sich möglichst schnell wieder anstaut, das Wasser, und diese ganze Ebene quasi überflutet. Tatsächlich, okay. Ja. Und dass das wieder quasi die Böden auch wieder so weich macht, dass dann quasi fremde feindliche Panzer und so da gar nicht die ganze Ebene passieren können, oder? Ja. Das war lange Zeit. Verteidigungsfall der Plan in der Schweiz. Interessant, wo wir überall Löcher und Sprengstoff haben. Ja. Gefühlt, wenn mal was wäre, dann sprengen wir das ganze Land. Überall.
war und Ulsch da oben. Man sagt, Velo lässt da den Korb noch mit dran. Das ist ja gerade im Wind hängt. Ja. Weiß nicht, ist der Kofferraum vielleicht voll beladen, aber nee. Ich glaube jetzt nicht bei so einem Riesenauto. Ich habe letztens nach Holz geschaut für die Box, für den riesen Lautsprecher, wo ich ja gerade baue. Das neue Projekt. Und in der Schweiz, obwohl wir so viel Holz sozusagen haben, Holzumsatz und so weiter, irgendwie gibt es hier nur, also alle Firmen hier haben nur Pfähle oder Baumstämme oder so Pfosten oder Bretter, wo maximal 10 cm breit sind. Und wenn du so Birken-Multiplex oder irgendwelche schön verarbeiteten MDF-Platten oder so willst, die werden alle importiert. Ja. Finde ich noch krass. Also wahrscheinlich ist das auch wieder, damit halt die Kosten nicht so hoch sind, weil die Leute das im Osten billiger produzieren, aber... Ja. Holz, wo hier so produziert und benutzt wird, das ist eigentlich hauptsächlich alles für den Bau, für Baustelle. Ja, das, was am lukrativsten, am rentabelsten ist. Oder? Ja. Wenn du musst, Arbeitskosten sind in der Schweiz hoch, oder? Ja. Jedes Mal, wenn du ein Produkt hast, wo arbeitsintensiv ist, dann wird das in der Schweiz extrem teuer. Mhm. Und wenn du dann nicht dieses Volumen hast für die Abnahme, dass es Spezialartikel sind, dann dann schnell mal aus dem Ausland. Ja.
Aber so das Wetter finde ich auch immer wieder interessant. Macht alles so ein bisschen mystischer. Genial, eine coole Stimmung. Was hat nie, ob es regnet? Ja gut.